Sei doch mal ehrlich. Im Koran geht es doch hauptsächlich um Mohammed, der seinen Anhängern das Paradies verspricht und anderen mit Hölle droht, damit sie ihm bedingungslos gehorchen. Daher auch dieses ständige Wiederholen von Drohungen und Qualen. Du glaubst also nicht, dass Gott persönlich im Koran spricht? Nein. Nehmen wir einmal an, du hättest recht. Dann gibt es nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Wenn ich aber recht habe, dann gewinne ich das Paradies und dir brennt Gott in Ewigkeit die Haut ab. Denk einfach mal rational darüber nach. Wenn du Moslem wirst, kannst du alles gewinnen. Sonst kannst du alles verlieren. Das Ganze ist ein Test. Du bestehst den Test, wenn du fest daran glaubst. Das ergibt Sinn. Ich glaube, du hast recht. Ich werde Moslem. Inshallah. Mein Freund, bitte warte. Du solltest dein Leben nach den Lehren des Hinduismus ausrichten. Warum sollte ich? Sonst wirst du vielleicht bei deiner nächsten Reinkarnation als Made wiedergeboren. Oder als Schweinebandwurm. Und warum sollte ich das glauben? Du solltest es vorsichtshalber glauben. Wenn meine Religion wahr ist, dann hast du alles zu gewinnen. Wenn sie falsch ist, alles zu verlieren. Das ergibt Sinn. Ich werde daran glauben und nach den Regeln des Hinduismus leben. Ich wusste es. Viel Glück, Bruder. Oh, hallo Farid. Hallo Michel. Ich habe gehört, du bist jetzt Moslem und Hindu? Ja, das stimmt. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Wenn diese religiösen Texte nämlich doch recht haben, dann will ich ja nicht alles verlieren und in der Hölle landen. Du, ich habe hier noch was für dich. Ein Brief vom Schöpfer des Universums. Vom Schöpfer des Universums? Zeig mal her. Ich bin der Schöpfer des Universums. Farid ist mein Prophet. Gehorche ihm und tu alles, was er sagt. Stell keine Fragen. Überweise monatlich. Wenn du das nicht tust, dann werde ich dich in Ewigkeit foltern. Verbreite diese Botschaft an all deine Freunde. Nee, das glaube ich nicht. Und warum steht hier deine Kontonummer? Ah, und was ist, wenn ich recht habe? Willst du das wirklich riskieren? Du hast recht. Hier ist die erste Rate. Danke, mein Freund. Ach, übrigens? Ja? Der Schöpfer des Universums hat mir gerade telepathisch mitgeteilt, dass du ab nächsten Monat bitte 800 Euro monatlich zahlen sollst. Er hat dich erschaffen, also sei nicht undankbar. Und denk daran, immer fest daran glauben. Es ist ein Test. Was wir gesehen haben, nennt sich Pascalsche Wette. Die Wette ist an sich kein Beweis für einen Gott, sondern ein Argument für den Glauben daran. Nach dem Motto, wenn man glaubt, hat man mehr zu gewinnen, also sollte man vorsichtshalber daran glauben. Es gibt aber verschiedene Probleme mit dem Argument. Ein Hauptproblem habt ihr gesehen, das besteht darin, dass man die Wahlmöglichkeiten setzen kann, um Menschen mit etwas zu erpressen, was sie nicht überprüfen können. Mit diesem Argument kann man also quasi für jeden x-beliebigen Glauben argumentieren und je schlimmer man die Strafe setzt für den Nichtglauben, umso überzeugender wird die Erpressung. Aber ich kann euch auch sagen, warum mich persönlich dieses Argument besonders wenig beeindruckt. Ich kann mir für unsere Existenz beliebig viele Erklärungen vorstellen. Selbst wenn es einen Schöpfergott gäbe, dann fände ich diese islamische Variante eines Gottes völlig albern. Ein Glaube, bei dem das letztliche Kriterium für richtig und falsch darin besteht, einem Prediger im 7. Jahrhundert alles zu glauben und das nicht zu hinterfragen. Aber genug von mir, schreibt mir eure Meinung. Hättet ihr auch so gehandelt wie Michel in dem Film?